du willst gar- mein Gimbal ist noch nicht an. Das wäre vielleicht auch gut, das anzuschalten. Warte. So, jetzt müsste es an sein, oder? Schwenk mal. Nö. Hä? Gimbal? Ah, warte. Oh, ist noch eine Verankerung. Warte. Ich muss noch mal kurz ein bisschen bewegen. Erstmal kurz andersrum. Oder halt so. Aber nee, ich muss es ja nicht drehen. Das hängt lieber nochmal. Weil ansonsten ist das so. So weird. Oh, warte. Und jetzt sollte auch Chat drin sein, genau. Ja, Sound Alerts und sowas ist offline. Das geht auch hier gar nicht. Also von daher. Uiuiui. Ist es aus? Nee, läuft noch, oder? Läuft noch, oder? So, und jetzt muss das so wieder rein. Der Papier guckt, dass das Gimbal. Warum ist es noch im Kopf? Hä? Warum ist die Kamera auf dem Kopf? So, so ist besser. Was war das denn? Alter, so, dann mal wieder rein in das Gimbal. So. Neues Mikrofon. Ist immer noch nicht da, das heißt, es ist noch immer relativ leise so, aber ja, warte. Kann ja hier mal wieder so. So ein bisschen. Hallo. Oh wait, so. Ein cooles Winteroutfit. Hat das denn was oder eher nicht? Oh, meine Kapuze hängt wieder so halb hier rum. So, ja. Irgendwie könnte es auch steiler werden, ne? So, Angles und sowas habe ich vorher gar nicht gecheckt. Sorry dafür. Aber naja, ich habe eh gesagt, es geht um 10 los und jetzt haben wir erst 9.53 Uhr. Ja. Ich habe mal gesagt, da ja der beim letzten Mal das Handy einfach nach einer Zeit lang abgeschmiert ist, wahrscheinlich weil es so kalt war, habe ich gedacht, es schneit, es ist perfekter Tag, um nochmal ein Stream zu machen. ich hatte einfach Bock und ich würde einfach so lang machen, wie es halt funzt. Ich habe jetzt auch kein extra Datenvolumen nochmal unlimited drauf gebucht. Ich habe jetzt einfach ein Gigabyte, der soll hier für eine Stunde oder so, soll das ja reichen. Also sogar 500 Megabyte irgendwie von der Telekom so gekriegt nochmal. Auf jeden Fall sehr sweet. Und ja. Deswegen, ich denke, das sollte auf jeden Fall für so eine Stunde Stream in meiner jetzigen Qualität. Was habe ich eingestellt? Ich hoffe, ich habe es richtig eingestellt, aber ja. Müsste ja noch drin sein. Stream Settings. Ja, das passt alles. Bebop. So. Okay. Hier für uns auch soweit alles. Diesmal sogar mit Chat. Weil ich glaube, ich hätte einfach irgendwie Chat enablen müssen. Also ich hätte das halt echt nicht gecheckt, als ich angefangen habe. Was ich da jetzt falsch gemacht habe. Ah ja, jetzt funktioniert Chat auf jeden Fall auch. Jetzt ist er auch da eingeblendet. Ja. Denke ich, werde halt wahrscheinlich trotzdem das Wort nochmal ein bisschen halt bearbeiten müssen. Wegen halt Lautstärke und so, weil ich habe jetzt halt, wie gesagt, noch kein Mikrofon. Und das halt noch alles eher so ein bisschen leise halt. Und ja, deswegen werde ich auf jeden Fall dann halt im Wort nochmal nachträglich halt die Lautstärke wieder ein bisschen höher stellen müssen. Und genau. Bin jetzt gerade übrigens wieder in demselben Wald, wo ich auch im ersten Stream war. Also das ist halt literally der Spot so da hinten. Da hinten so, da in dem Spot bin ich halt auch beim ersten Stream gestartet und zum Beispiel hier hat man auch den Hochsitz so, den wir beim ersten Stream auch nicht erklärt haben tatsächlich, den wäre tatsächlich nicht hochgegangen, den Hochsitz, aber genau, der ist hier auf jeden Fall auch und ja, als dann halt Verbindung irgendwann abgebrochen ist, da war ich ja irgendwo da oben so. Bin einfach quer hier so über so einen Weg, der dann irgendwann geendet hat. Und dann bin ich einfach irgendwie durchs Gebüsch am Ende noch. Bin ich dann hier, da hier runter und dann hier vorbei. Dann hier wieder auf den Weg. Und dann halt heimwärts. Und moin B. Mattis. Schnee. Genauso ist es. Genauso ist es, Mattis. Was geht, was geht. Einfach Schnee. Wie wild ist das? Ja, ich hatte einfach Bock, Schneestream zu machen.
Und ja, mein Mikrofon ist halt, wie gesagt, immer noch nicht da. Deswegen ist Ton noch ein bisschen ran so. Aber ja, für Nachbereitung soll ich auf jeden Fall wieder ein bisschen höher machen. Das muss ich das dann auf YouTube in der normaleren Lautstärke angucken kann. Und okay, machen wir coole Winter-Action hier. Piep. Winter-Action. Oh, ey. So schön, wirklich. So winterliche Wälder. Real Talk, einfach nice. Oh, guckt euch das an. Och, geil. Ey. Eben ist mir auch schon so ein Typ begegnet. Er hat irgendwie im Wald einfach so ein bisschen so Fitnessübungen gemacht. Er hat so ein bisschen Fitnessboxing oder sowas gemacht. Ich glaube, der wollte einfach auch allein gelassen werden. Was vorteilhaft für mich ist, denn ich will auch hier in Ruhe einfach ein bisschen IRL aus dem Wald machen. Kontakt mit anderen kommt dann in den nächsten geplanten IRL-Stream. Also das ist nämlich nicht der IRL-Stream, den ich geplant habe. Sondern einfach so was Spontanes. Ich hatte spontan Bock. Ich habe auch mir Little nicht mal Unlimited geholt. So, ich habe jetzt einkaufen 4 Byte. Also für eine Stunde wird das reichen, aber auch mehr auch nicht. Aber damit kann man schon was machen. Und moin Kröt, was geht? Yo. Boah, wie übertrieben hat es in dem Wald gesteigt. Ja, bei uns gab es Real Talk richtig viel Schnee. Ich habe hier auch beim Bäcker gearbeitet. Und da müssen wir halt nachts hin so. Und über Nacht hat es halt nochmal richtig arschviel geschneit so. Und deswegen waren halt die Straßen noch so gar nicht frei. Was irgendwie wild war. Es war halt irgendwie cool anzusehen. Es sah halt wirklich aus, als wärst du so in so einer Polarkreisstadt. Wollte die Straßen immer so verschneizen und nachts. Das sah cool aus, aber ich glaube, es war eine Pain in the ass, da allein zu fahren. Deswegen bin ich auch froh und dankbar, dass mein Dad das übernommen hat. Und mich dann halt gefahren hat. Weil da gibt es halt auch, wie es halt auch einige Berge hoch und sowas, ist halt ganz kritisch. Ja, deswegen auf jeden Fall sehr viel Schnee bei uns gerade. Und es ist richtig schön. Weiß jetzt nicht, wie lange mein Handy jetzt, wie gesagt, noch halten wird. So, ein bisschen wird es noch halten. Wie viel sind wir gerade? Akkutechnik. Okay. Ich denke, es wird auf jeden Fall relativ schnell leer gehen, so, aber ein bisschen was ist da auf jeden Fall schon noch drin. Und ja, mit dem Mikrofon wollte ich mir dann ja auch eine Powerbank mitholen, dass die dann einfach für längere Zeit ein bisschen stabiler sind. Ja. Oh. Und Junge, ey. Wirklich schön, dieser Schnee hier. Kann man dieses Schneeknirschen hören? Ich hier so ganz nah an die Füße mache. Wenn jetzt einer kommt, der denkt auch nur, warum füllt er seine Füße mit einem fucking Gimbal, Digga. Falsch mit dem. Hört man das? Hört man das Schneeknirsch ASMR? Ist das cool? Also Schneeknirsch ASMR im Schnee wäre actually cool. Wenn halt jemand wirklich so ein richtiges ASMR-Mikro anschließen würde an seine Kamera und damit halt rausgehen würde und das dann halt quasi so aufnehmen würde, wäre schon ein cooler Trigger. Oh. Okay, ich bin mal wieder in den Wald so. Ich glaube, meine Füße sind auf Dauer auch nicht so interessant. ja, so schön alles, yo. Ach, so. Wie gesagt, Chat sollte jetzt auch drin sein. Ja, perfekt, ist er. Ist er super. Super nice.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das schon da war, als ich erwähnt habe, dass es halt basically dieselbe Route ist von meinem ersten IRL-Stream. Wir kommen gleich auch zu diesem Hochsitz, wo ich dann halt auch wirklich hochgeklettert bin, so. Jetzt ist der voller Schnee und Eis. Ich glaube, das ist nicht so gut, da jetzt hoch zu klettern. Deswegen lassen wir das heute. Außerdem war das schon Content, den man schon gesehen hat. Und wir recyceln keinen Content, okay? Wir recyceln keinen Content. Bäh! Bäh! Wer macht sowas? Wer macht sowas? Oh. Weil ja, Schnee macht jede Landschaft einfach schöner. Real Talk, Schnee, jede Landschaft einfach schöner. Was vielleicht Wüste oder so. Das ist ein bisschen weird. Schnee in der fucking Wüste. Imagine das. Oh, guck mal, wie viel auch von den Bäumen hier runterfällt. Ich glaube, es schneit gerade nicht mal. Ich weiß nicht mal, ob man das in der Kamera sieht. Aber von den Bäumen fällt Real Talk viel Schnee runter. Super interesting. Okay, wo ist jetzt dieser Hochsitz? Den sieht man von hier gar nicht. Als ich hier mal bei einem Check vorbeigegangen bin, dachte ich sogar, die hätten den Hochsitz abgebaut. So, ich habe mich voll gewundert. Aber ja, moin. Ja, hier im Wald hat auf jeden Fall viel Schnee gedrippt und gedroppt. Was natürlich pretty epic ist. Ein ziemlich epischer Gaming-Moment. Und moin, Dad Louis. Nice, dass du auch schon da bist. Was jetzt schon nice, so am Morgen mäßig. Aber auf jeden Fall, ja, nein, einfach nice, dass du da bist, okay? Einfach nice, dass du da bist. So, okay? Guck mal, Oh. Hier war, warte, ich muss die Kamera drehen. Hier bin ich jetzt fett in so Schnee getreten, einfach. Und meine Schuhe, ich habe auch wirklich nur so Halbschuhe an. Oh, mein Bein und sowas alles. Wird alles so nass des Todes sein am Ende. Oh, hier sinkt man halt echt ein. Weil man läuft ja halt basically auf Büschen, so. Oi. So. Und das ist der Hochsitz vom letzten Mal, wo ich halt eigentlich auch drauf war. Warum ich da nochmal hingegangen bin. So. Es gibt diesen Ronny Berger Clip, wo er hier so an so einer Stange ist. Und das ist halt wirklich so ein Laternenfall, ne? Welcher das hier auch so extrem ist. Wenn man da so dran leckt. Das ist doch nicht so extrem hier dran, oder? Oh, Fuß verspannt. Oh, warum verspanne ich mir hier immer an den Teil den Fuß? Eieiei. Das ist mir auch oben Fuß verspannt. Eieiei. Eieiei, so eine Verrenkung hier. Eieiei. Okay. Das ist einmal kurz probieren, okay? Ich will echt nicht lange machen. Ja, da passiert ja gar nichts. Hä? Muss man das länger machen oder so? Aber ich habe echt keinen Bock, das länger zu machen. Ich habe real time keinen Bock, das länger zu machen. Ich glaube, das länger zu machen ist echt eine dumme Idee. Eieiei. Obwohl, einmal so ausprobieren? Ah ne, am Ende verletze ich mich da echt so. Das bei Ronny Berger sah halt schon echt ein bisschen schmerzhaft aus. Ach. Nee, glaube ich noch nicht. Manche Dinge, die hat man gesehen und man hat daraus gelernt, was man sie besser nicht nachmachen sollte. Und das ist, glaube ich, genau so eine Sache. Und ich hab's gemacht. So. Okay. Hier haben wir tatsächlich Fußspuren. Hier haben wir einmal Fußspuren eines Homo sapiens, höchstwahrscheinlich. Oder ein Affe, der Schuhe trägt oder irgendwie sowas in die Richtung. Und hier,
Hey, das ist kein Mensch, oder? Das ist irgendwas anderes. Das sieht nach Pferd aus oder so. Und ist auch ein bisschen eingeschneit tatsächlich. Interesting. So. Okay. Also da hinten ist auch der Baum, wo ich so Jahresringe gezählt habe. Am Anfang. Im ersten IRL-Stream. So. Okay. Jetzt kann ich natürlich nicht sehen. Machen wir hier mal so einen Schwusch. Oh, kalt. Zum Glück habe ich mir Handschuhe angepackt. Ich meine, die Handschuhe kann ich jetzt im Realtalk nicht nutzen, weil ich muss mein Handy noch bedienen. Aber dafür kann ich die am Ende des Streams dann anziehen, wenn ich mich wieder auf den Heimweg mache. Oh. Aber ja, Schnee ist auf jeden Fall kalt. Das ist auf jeden Fall schon mal, eine gute Erkenntnis. Feuer ist heiß, Schnee ist kalt, wieder was gelernt. Nice. Oh. So. Och ey, das ist so schön. Guck mal, jetzt glitzert sogar ein bisschen die Sonne da hervor. Also man sieht zumindest ein bisschen blauen Himmel bei mir, meine ich damit. Oh. Aber Winterwald auch so schön. Oh, da ist so Tannenwald. Oh, ich hab wieder immer Bock, ein bisschen in so Tannenwald zu gehen. Tannenwald hat nochmal so extra Winter-Vibes. Weil es halt so weihnachtlich, so Tannenbaum, blüht halt noch im Winter. Wisst ihr, was ich mich frage? Man sagt immer so, O Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter? Wie grün sind deine Blätter? Aber ein Tannenbaum hat keine Blätter. Er hat fucking Nadeln. Ein Tannenbaum hat Nadeln. Weird talk, ein Tannenbaum hat Nadeln, hä? Was ist das? Man könnte eigentlich fast genauso gut singen, oder? O Tannenbaum. Wie grün sind deine Nadeln? Hä? Das ging literally genauso gut. Deswegen, nee, Blätter. Das ist so Metapher-Anapher-mäßig. Lul. Nee, keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Wie ist der Typ, der das Lied geschrieben hat? Irgendwie Ernst oder sowas. Ernst irgendwas. Genau das war sein Name. Oh. So. Okay, jetzt bin ich ein bisschen im Tannenwald drin, ne? Real talk. So. Ist gar nicht so cool, weil die Tannen sind halt so hoch und nicht so Weihnachtsbaumtannenmäßig. Und du? Da vorne ist einfach ein neues Biom, wo kein Schnee ist. Was? Wo endet das Schneebiom? Einfach Ende vom Schneebio. Ich sehe zwar gerade nicht wo, aber... Schieß. Oh. Hier ist jetzt so Tundra-Taiga. Die Tannen fallen dir schon nicht auf den Kopf. Ja. Sah gerade so aus, weil da weniger Schnee ist, wo du kannst. Ah, okay. Ja, weil hier halt noch so Grünzeug die ganze Zeit drunter ist. Und hier carryen halt auch die Tannen so ein bisschen Schnee. Also ich glaube, die Tannen fallen mir nicht auf den Kopf, aber Schnee, so eine Dosis? Oh, eigentlich müsste ich mir nochmal so Schneedusche machen oder so. Das ist eigentlich immer wild. Das ist eigentlich wirklich immer wild. Ah ja. Oh. So. Und wenn man hier tiefer reingeht, kommen auch nur noch mehr Tannen, so. Und ja, ich glaube, hier unten endet der auch schon wieder. Oder? Ja, ich will glaubt. Ich glaube, hier unten endet der Level schon wieder.
muss hier gerade so einen richtig goofy Walk dadurch machen. Warte, sieht man das irgendwie? Ah ne, ich mache auf jeden Fall gerade so richtig goofy Walk hier durch. Um möglichst wenig Schnee an meine Kleidung zu bekommen. Aber Wheel Talk hat nur so semi gut geklappt. das meiste war auch schon vorher da drinne. Oh. So. Ja, okay, da unten endet das Tiger-Biom dann auch schon wieder. Da unten hört das Tiger-Biom dann auch schon wieder auf. Nice. Bei mir hat's nicht geschneit, Serge. Oh, RIP. RIP. Ah, vielleicht kommt noch. Es soll ja auf jeden Fall, glaube ich, noch mehr schneien, oder? Also das Schneewetter ist noch nicht ganz vorbei. Noch besteht eine Chance. Und irgendwann wird selbst Schnee auch kommen. Bei Mathe ist nur normales Biom. Bei Mathe ist einfach nur noch normales Biom. Aber einfach so ein bisschen Plains. Aber Plains auch gut. Oder so Village. Village, Forest. Das ist eigentlich besser so. Also Schneebiom eigentlich gar nicht so gut. So. Forestbiom oder Plains? Eigentlich chillig. Eigentlich echt chillig. Bei mir hat's vorgestern geschneit. Vorgestern hat's bei mir auch geschneit. Aber nur so ein bisschen. Hat Vormittag geschneit und mittags war's direkt wieder weg. Fast gestolpert. Bei mir nur Village und Freifläche und etwas Wald. Ah, okay. Meine Norden ist generell einfach so eine Flat World. Wo ab und zu so ein paar Slimes rumlaufen. Aber ja. Oh. So. Dann würde ich sagen, gehe ich nochmal wieder ein bisschen da hinten raus. Guck mal, ob ich ein bisschen weiter komme als im letzten Stream. Auch wenn es jetzt deutlich kälter ist. Ich denke mal, die Kälte war der Grund dafür, dass mein Handy so abgeschmiert ist. Aber vielleicht war es auch was anderes. Wir können mal gucken, wie es akkutechnisch gerade steht. Für Spaß. Und oh, wir sind jetzt schon bei 55. Also der fällt auf jeden Fall schnell. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Ich will heute Abend meinen ersten Stream machen. Let's go! Let's go! Heute erster Mathe-Stream. Auf jeden Fall sehr, sehr wild. Das wäre Real Talk cool. Das wäre Real Talk cool. Auf jeden Fall alle mal prayed, dass das Wetter für Mathis Ding cool wird. Und für heute Abend ist Regen geplant. Regen natürlich nicht so Stream-Wetter. Zumindest für IRL Streams so, wenn du drin bist. Es ist vollkommen egal. Natürlich, aber für drinnen auf jeden Fall nicht so passend. Vom Wetter her. Das ist schon true. Oh, ey. Wirklich, wie schön ist das? Wie schön ist das? Und meine Hände sind schon ein bisschen kalt. So, sind schon ein bisschen rot, so. Sind schon leicht rot. Oh. Das ist doch alles so cool. Och, ey.
wo wir von den Bäumen plumpst. Aber ja, oh ja, ich wollte noch Schneedusche machen, ne? Einfach ein bisschen Schnee schütteln. So. Manchmal hier sind so dünne Bäume. Da wird nicht viel passieren. Aber trotzdem. Ei! So, oh, da hinten sind richtig heftige gute. Man sieht literally nichts hier, glaube ich. Okay. Ich meine, da hinten, da sind krasse Bäume dafür. Da sind wirklich krasse Bäume dafür. Warte mal hinspazieren. Ich spaziere zu dem Baum. So, jetzt bin ich an dem Baum angelangt. Dann werden wir den mal schütteln. Oh, das macht vielleicht gerade Frame Drops. Aber ja. Oh, jetzt mein ganzer Griff voll. Und alles ist voll. Und ich bin voll. Ich bin voll. Guck mal. Ey. Oh. Oh. Ich habe wieder so ein bisschen eine schnupfige Nase, was halt kalt ist auf der Gelee. Ich hab beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, es ist vielleicht besser, wenn ich mir Taschentücher mitnehme. Und das ist mir dann eingefallen, als ich so auf dem halben Weg hierhin war. Und ja, dann war ich schon auf dem halben Weg hierhin. Und habe dann keine mitgenommen. Und hier sind Hundespuren. Also hier war auf jeden Fall auch schon jemand mit seinem Hund unterwegs. Oder war es Bluey? War es Bluey? War Bluey hier unterwegs? Ist das eine Bluey-Referenz? Wer weiß. Wer weiß. Aber ja, auf jeden Fall, seit Donnerstag, glaube ich, schon mal geregnet, geschneit war das. Aber ja, da ist dann halt wirklich irgendwann einfach ein Regen so übergegangen. Und ja, dann ist halt alles wieder schnell weg gewesen, so leider. Schnee enjoyen ist schon cool. Vor allem, wenn man so schulfrei und sowas reingedrückt sich dafür. Und, oh, ich habe gerade so eine Schneeflocke voll in meinen Nacken bekommen. Die ist so vom Baum voll in meinen Nacken reingefallen. Also, ich habe es kurz gespürt, aber jetzt geht schon wieder. Das war kurz so ein richtig, richtig kalter Schauer im Nacken. Holy shit. Holy shit, dude. So. Wo kommen wir da oben lang? Will mal da oben lang. Weil da hinten raus sind wir ja schon ein bisschen. Da könnte man auch ein bisschen weiter gehen als beim letzten IRS-Team. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht schaltet sich wieder aus. Weil da muss ich halt noch eine gute Methode finden. Halt Powerbank, so dass der Akku halt länger hält. Und halt generell ein bisschen, dass das noch ein bisschen wärmer gehalten wird auf jeden Fall. Und ja, jetzt habe ich noch Schnee drauf gemacht. So. Also, es wird einfach so lang, wie das hier in der Liedentitel steht, wie die Technik mitspielt. So lang wird das hier halt einfach ein lustiger Stream. Und ansonsten geht's halt einfach irgendwann aus. Irgendwann ist die Kiste einfach weg. Oh. So langsam wird hier meine Hand auch schon kalt, ne? Also auf jeden Fall gut, dass ich mir für den Heimweg die Handschuhe mitgenommen habe. Das war Real Talk eine smarte Idee. Meine Handschuhe eigentlich immer smarte Idee. Aber so, ja, halt hier kann ich ja nicht zum Handy bedienen, ob ich sie nutze. Keine Ahnung, im Winter immer so Handschuhe oder Handy bedienen. Und meistens gewinnt dann halt doch irgendwie Handy bedienen. Weil man lieber erfriert, als das Ding mal beiseite zu legen. Was für die Gesellschaft sagt, ei, ei. Aber ja. Ich sehe mich da jetzt auch schon so. war auch mehr so spaßeshalber gemeint. Und ja.
ja, Hände arschkalt, vor allem eine. Die andere ist eigentlich noch voll warm. Die hier, warte, ich hab die Frontkamera an. Die hier ist noch voll warm. Aber die hier, mit der ich den Stick so halte, die ist im Realtalk schon kalt. Ja. Die ist kalt. Die ist kalt. Oh Gott, warum ist diese Hand so kalt? Hand, warum bist du so kalt? Oh. Mir wird jetzt aber ganz schön der Schnee auf. Aussicht auf die Schneelandschaft hier. Oh, genau. In meinem Bett ist es gerade schön warm. Ach, Mann, das ist ja. Ja, wenigstens in meinem Bett schön warm. Ich habe Schnee, aber du bist gleich. Du bist schön warm in deinem Bett. Das ist doch ein fairer Aufgabe. Aber ich werde mich gleich auch wieder ins Bett verpissen, weil ich habe nach Bäcker noch nicht geschlafen. Ich war beim Bäcker bei 2 Uhr. Um 2 Uhr bin ich halt los zum Bäcker und habe seit Bäcker noch nicht geschlafen. Mal lege ich mich direkt immer aufs Ohr, aber nee. Jetzt habe ich gedacht, ich mache noch Stream. Jetzt habe ich Realtalk gedacht, ich mache einfach noch Stream. Ah ja. Hat sich auch gelohnt. Im Moment bin ich halt gar nicht müde so. Aber gleich wird sich auf jeden Fall wieder richtig warm ins Bett eingekühlt und ein bisschen geratzt so. Und oh, das ist wirklich eine nice Aussicht hier. Man, in der Ferne hört man so irgendwie so ein bisschen den Wind wehen und sowas alles. Yo. Oh, looks pretty good. but it look really cold. Yeah, it is. Yeah, it is. Take a look at my hand. Oh my god. It's so. Oh. It's fucking red. Lol. Lol. Ja, moin. Real talk cool. Is that your backyard? No, I'm just in a random forest. I'm just in a random forest. Ich hoffe, es ist jetzt okay, dass ich so ein bisschen Englisch spreche so. Mit dem Dude ist ja chillig. Er ist ja hier noch ein bisschen chillig hier auf Chillomilo Vibes. Da geht das schon klar, denke ich. So. Okay. Oh. Meine Nase ist aber Real Talk ein bisschen am Laufen. So, nächsten IRC muss ich unbedingt Dinge ins Taschentuch mitnehmen. Real Talk eine gute Idee. Oh, der so lange wird meine Hand echt kalt. Vielleicht könnte ich für diesen Handschuh anziehen und für die andere nicht. Würde das theoretisch putzen, aber ich bediene halt meistens. Ah doch, ich kann das eigentlich. Kann eigentlich Stream Elements App auch mit einem Finger bedienen. Das würde Real Talk funktionieren. Oh, guck mal, Alter, mein Beutel ist ja auch voller Schnee. Yo. Der ist ja voll mit Schnee, shit. Ich hoffe, da ist nichts an die Handschuhe gegangen. Oh ja, ich glaube, ich werde mir Real Talk einen Handschuh schon mal anziehen. Weil die Hand ist halt so fast taub. Also, fast taub ist übertrieben, Real Talk. Aber die ist auf jeden Fall sehr kalt. So, soll ich mir hier einen so rauskramen? So. Tada. So, zack, zack. Oh, jetzt wird die andere Hand auch langsam kalt, weil die so draußen ist.
wieder so ein bisschen gewärmt. Ich gehe mal wieder, muss noch was für die Schule machen. Alles klar, Mathis. Viel Erfolg dir dabei auf jeden Fall. Und wäre episch, wenn man sich heute Abend im Stream sehen würde, Digga. Wie episch wäre das? Yo! Oh. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Oh ja, hau rein, Mathis. Und tschüss. Nice, dass du dabei warst. Oh. Ich guck mal, das ist auch noch so ein schöner Shot. Oh. Alles so nice hier. Real Talk, alles nice. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Frontkamera. Ich glaube, da kann man echt auch coole Sachen sehen, so. Weil hier, keine Ahnung, das kann sich einfach auch chillig so angucken, ey. Ist so schön, so eine schöne Welt. Winter, Winter ist schon eine coole Jahreszeit. Winter ist schon, Real Talk, coole Jahreszeit. Oh. Have you seen the scary movie A Quiet Place 2? It's scary. No, actually, I'm really not that much into, like, horror movies and games. It's just, like, I'm not that interested in me. I'm not too interested in that. So... Yeah, I've never seen it. Does it also have like a snow setting or stuff like that? Oh, ey. So wild. Und sowas habe ich nie gesehen. Also ich habe letztes Mal, als ich an dieser Stelle war, habe ich auch, glaube ich, darüber geredet, dass ich Horrorfilme nicht so fühle. Das war genau ungefähr, als ich hier war. Was ist das? Einfach, das ist hier so Horrorfilm-Talking-Spot. Das ist hier so Horrorfilm-Talking-Spot. Ja, Moment. Oh. Aber ja, das mit dem Handschuh an der einen an... war auf jeden Fall eine coole Idee. Has a forest setting the leaves under your feet, set of aliens and they hunt you down. Okay. Wait, I'm sorry, Lord Secret Spy. I really didn't see your follow there, because I'm only able to see the chat or the Stream Elements app at one glance. So yeah, thanks for your follow. Very, very nice. Yeah, so I can only see like chat and the activity feed, trash in English. Shit, ich hab Elka, warum ist der Trash auf einmal? I can only see the chat and the activity feed at once and not both at the same time, so yeah, that's why I didn't see it, so but yeah, I'll go for okay. Nice. Oh, ey. Ja, ey. Das ist wirklich schön. That's really pretty, yo. Oh.
Meine Güte. Schnee. Schnee. Oh. Guck mal, wie der runterfällt und so alles. Wenn ich um das empfehlen kann, ist glaube ich gar nicht so gut zu sehen, wie schön das eigentlich ist. Aber ein bisschen sieht man es auf jeden Fall. Ein bisschen sieht man es auf jeden Fall. Und jetzt schneit es jetzt nochmal. Ne, ich glaube, das ist immer noch gezeigt. Ah ne, guck mal hier. Hä, schneit es jetzt nochmal oder fällt. Ah ne, das ist vom Wind, oder? Das ist alles vom Wind. Ey, dass man im Wald nochmal so eine eigene. Dass im Wald einfach nochmal so wirkt, als würde es schneien, obwohl es einfach nur der Wind ist. Ist schon irgendwie interessant. Schon irgendwie cool. Oh. Was sah wichtig aus, als würde es jetzt gerade nochmal so ein Schneedingens geben. Oh, nice. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. So. Ich glaube, da hinten irgendwo hat das letzte Mal aufgehört. Da hinten, wo habe ich irgendwie letztes Mal aufgehört. Ah ja, da hier hinten an dem Baum, der so zersplattert war. Da ist nämlich der Baum, der so zersplattert war, genau. Da habe ich so gesagt, das Ende ist irgendwie Real Talk witzig. Da habe ich so gesagt, jetzt guck mal, der Baum ist zersplattert. Dann habe ich so weggesagt, nur so, was? Weil er vom Handy halt so stand, wird heruntergefallen. Ich dachte so, hä? Hä? Und dann habe ich halt hier noch alles versucht, das irgendwie wieder anzuschalten, aber es ging halt gar nicht. Und mir ist schon wieder was im Nacken gefallen. Eieiei. Oh ja, das ist kurz kalt, aber dann geht's eigentlich schon wieder. Also es ist ziemlich schnell weg, dieses Gefühl von Kälte. Ist nicht so, als wenn du irgendwie so einen Eiswürfel oder sowas in den Nacken kriegst. Wenn er so eklig runterrutscht oder so. Es ist kurz kalt, aber dann geht's wieder. Oh ja, das war der zersplitterte Baum, wo das letzte Mal aufgehört hat. Oh ja, dann bin ich halt hier rein und hab so ein bisschen rumprobiert noch, ob es irgendwie noch geht, aber ging nicht. Ging nicht. Und jetzt sind wir offiziell weiter als im letzten Stream, als im ersten Stream. Wir haben es offiziell weiter geschafft, obwohl es kälter war und oh mein Gott, wie cool ist das, ey. Dieser Schnee. Oh, ich habe leider echt das Gefühl, das sieht man gar nicht im Stream so cool, aber ich glaube, ein bisschen sieht man es schon. Ein bisschen sieht man es auf jeden Fall schon. Und ist einfach wild. Oh, ey. Das war echt eine nice Idee, hier nochmal in den Wald zu gehen und so ein bisschen einfach den Schnee zu genießen und so. Oh. Ey, sowas ist immer schön. Sowas ist Retalk immer schön. Vögelchen. Süße Vögelchen hier. Hier sind immer noch die Hundespuren. Also hier ist jemand zu einem Hund einfach gegangen. So. Nett. Süß. Geil. Cool. Wild. Krass. Irgendwas von denen. So. Ich würde sagen, so arschlänger als der Schule kann ich halt nicht machen. Wegen Datenvolumen. Aber ein bisschen geht auf jeden Fall noch so. Ich werde dann auch langsam gleich wieder zurückgehen. Ich werde auch langsam meine Füße ein bisschen kalt, weil ich habe halt auch keine Winterschuhe oder sowas irgendwie an. Deswegen friert es darum auch so ein. Aber ja. Deswegen werde ich gleich auf jeden Fall einfach ein bisschen heimgehen. Bisschen entspannt mich ins Bett legen und schön warm einkuscheln. Richtig schön warm einkuscheln. Oh. Oh. Ey, so nice. So nice.
Schnee, 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 Schnee. Oh, ey. Real Talk wild. Ich meine, die letzten Jahre hat es ehrlich gesagt mehr Schnee gegeben, so, oder? Kommt mir das nur so vor. Aber so, ein paar Jahre war es halt echt, echt so gar nicht so gefühlt. Also die letzten Jahre war, muss man sagen, war natürlich auch später als sonst so. Aber so besonders dieses Jahr, eigentlich wieder häufiger Schnee so. Aber muss man auch sehen, ob das weiterhin so bleibt oder halt nicht. So. Und es verschiebt sich auch immer später so. Sondern dass ja auch ein Zeitraum Klimawandel so. Hat Klimawandel auf jeden Fall noch nicht abgeschrieben. So. Das ist wirklich das, wenn man so sagt, Klimawandel, die fühlt sich, hä? Schneit doch, hä? Hä? Und das Eis. Kann ein bisschen Eisbrechen machen. So, das habe ich auch gern gemacht. In so Pfützen werden einfach so versucht, das Eis kaputt zu machen. Hier ist es natürlich nicht so stabil. Ich brauche mal dafür so richtig stronges Eis, weil da besteht ja auch die Gefahr, dass man so einsinkt. Das ist mir mal passiert. Ich dachte, das Eis wäre stabil und bin dann halt voll reingetreten und bin dann mit dem Bein halt so eingesunken. Also es war keine Tiefe. Es war so ungefähr wie hier, nur ein bisschen tiefer so. Weil ich halt so bis hier irgendwie dann nass war. Was natürlich jetzt kein Weltuntergang war so. Aber es ist nicht so schlimm, wie halt in einem See einzubrechen oder so. Aber es war halt schon scheiße so. Ich bin auf jeden Fall heim, war arschkalt. Und einmal bin ich auch als kleines Kind in so Bacheis gemacht. Also ich mag das. Und irgendwie hat das dann irgendwann negative Folgen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das so lange weitermachen sollte. Aber, ja. Bup. Bup, bup, bup. Ich hab das Gefühl, ich hatte nie die Kamera richtig drauf. So. Machen wir nochmal hier so. Ich mach das jetzt genau, ich achte genau auf die Kamera. Bup. Bup, bup, bup. Oh. Ich glaube hier weiter rein. Als ich getestet habe, da ist dann irgendwann die Verbindung so ein bisschen abgekackt. Ist auch nicht stark, aber so ein bisschen. Und ehrlich gesagt, frage ich mich jetzt auch so ein bisschen, wo das dann lag, dass mein Handy da in dem einen Stream so komplett down war. Weil irgendwie scheint es ja jetzt doch zu funktionieren, oder? Wait a minute, ich bin bei 8%, okay. Scheint doch nicht so gut zu funktionieren in der Kälte. Aber besser als beim letzten Mal, aber diesmal habe ich auch voll aufgeladen. Und das letzte Mal hatte ich es nur bei 80%, weil ich dachte, das reicht. Aber ja. Dann will ich auf jeden Fall dafür noch eine Powerbank gegönnt. Und ich mache mich jetzt langsam wieder so auf dem Rückweg. Und ich werde auf jeden Fall streamen, bis das Handy ausgeht. Real Talk, ich werde einfach streamen, bis das Handy ausgeht. Und zu Hause kann es wieder laden und alles. Ist doch alles chillig. Und dann, ja, werde ich dann morgen irgendwann, heute Abend werde ich dann ich auf jeden Fall auch wieder streamen. So 20 Uhr wieder. Bisschen Microsoft Flight Simulator tatsächlich. Ich habe das gestern Abend schon ausprobiert und es ist echt komplizierter, als ich gedacht habe. So, ich dachte vielleicht, wenn man es so auf easy macht, ja, so chillig, bisschen fliegen wie in GTA so. Natürlich, so die Vollprofis können so alles komplett einstellen oder so. Aber so Easy-Mode ist so bisschen so fliegen GTA-mäßig. Aber selbst auf Easy gibt's noch viel zu tun. Gibt's noch viel zu tun auf jeden Fall. Und ja. Deswegen, ich würde auf jeden Fall ganz lustig ziehen. Vor allem Tutorials. Da bin ich nicht immer so aufgeregt. Aber da habe ich auf jeden Fall auch noch ein paar spielen. Und ja. Mal gucken, was ich dann sonst noch so mache. Main Topic ist auf jeden Fall Flight Simulator. Wird, denke ich, ganz lustig. Da habe ich auf jeden Fall Bock zu. Okay, wie sieht es jetzt akkumäßig aus? Okay, 4% jetzt. Ich würde nochmal hinten nach hinten sprinten, weil ich wollte eigentlich den letzten Stream noch woanders beenden. Vielleicht, wenn ich mich jetzt beeile, schaffe ich das noch. So.
weil eigentlich habe ich echt nicht so eine große Distanz hingelegt. Aber jetzt so, wenn ich laufe, merke ich erst, wie nass meine Beine wirklich sind. Weil holy shit, jetzt fühlt man das wirklich erst. Okay. Vielleicht kann ich noch da enden, wo ich letztes Mal enden wollte. Muss ich aber rechts ranhalten. Oder ist da noch ganz Stückchen weiter, als ich dachte. Ne? Ansonsten müsste ich irgendwann halt nochmal hier hinkommen. So. Im Sommer oder so, wenn es halt warm ist. Ah ja. Auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. So, ist es akkumäßig noch raus? Haben wir noch Akku? Keinen mehr? Oh, noch 2%. Noch 2%. Okay, ich weiß nicht, ob das das wird. Was nicht, glaube ich, ich mich auf jeden Fall jetzt schon. Wegen an alle, die dabei waren. Hat sich meiner Meinung nach richtig gelohnt, nochmal hier rauszugehen und ins Team anzuwerfen. Hat Spaß gemacht, war cool. Und ja, es wird hier runtergefahren. Okay, tschö. Ich weiß nicht, ob man mich noch hört.